Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren WM-Match. Heute trifft Brasilien auf Costa Rica. Ja, natürlich Brasilien wieder der große Favorit, der konnte auch schon, wie hier eingeblendet in der Tabelle, gegen die Schweiz gewinnen. Und jetzt hat ja auch schon jede Mannschaft mindestens einmal gespielt, jetzt auch Brasilien schon das zweite Mal. Sie haben ja schon am Sonntag gespielt gegen die Schweiz und konnten bei uns gewinnen und in echt leider nur ein Unentschieden rausholen. Wir nehmen natürlich Fred mit. Und ja, hier bei unserer Mannschaft auf jeder Position ein Hochkaräter. Natürlich Neymar, der raussticht mit seinen 222 Millionen. Und auch Jesus und natürlich Silva und Marcelo. Und natürlich Roberto Firmino. Die Saison, wo ich gerade sah, dass einfach Legende geworden ist. Ja, die Einstellungen so wie immer. 4 Minuten. Ja, lasst uns nicht mehr so viel zu dem Anfangszeugs da sagen. Wir spielen in Rosto, in der Rosto Arena. Und wir überspringen dann mal gleich dieses Anfangsprozedere. Das habt ihr jetzt eh schon oft genug gesehen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns jetzt beim Ampfiff wieder. Überspringe, überspringe, überspringe. So, der so Brasilien hat hier Anstoß. Aber ich glaube auch, dass Costa Rica sich nicht schlecht schlagen wird gegen Brasilien, obwohl Brasilien und auch halt hier, eindeutig die beste Mannschaft ist. Vor dem mit dem letzten Spieler her. Und die erste Ecke haben wir schon rausgeholt mit Willian. Die gerade die Finger gesehen, wie er in den Kopf wie sie in die da Hand kommt die Ecke. Casemiro! Oh mein Gott! Ich hab den schon gesehen, nein, klein! Ja, aber nicht oh, gut, Verteidiger. Gut. Jetzt kommt mein erster Angriff. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Bisschen raustricksen hier. Und das kann die erste Torschütze geben. Komm, gib mal zu. Nein, Rücken. Das gibt Tor! Da ist das oh, wie sie das gespielt haben. In der 6. Minute Costa Rica mit dem 1-0. Auf jeden Fall sehr schön gemacht. Oh, ja. Wäre es nicht mal so für die Costa Rica. Und diese Chance hier lässt er sich natürlich dann kommt er immer durch den Krigener, aber ja, dann der Mittelpass. Kanada. Wäre es nicht so natürlich. Alisson, keine Chance. Den sich natürlich die Leute von Costa Rica freuen. Ja, wäre in echt wahrscheinlich sehr unwahrscheinlich, dass sie das. Obwohl, was ich nicht verstehe, da ist so Saudi-Arabien und so der Papa der WM, was ich eh schon draußen sind. Schon lange, aber. Warum ist Österreich denn nicht dabei? Ich weiß jetzt eh, dass Österreich viel die schwere Gruppe bekommen hat als Saudi-Arabien. Willian, aber trotzdem. Oh! Scheiße. Alter, hast du es gesehen, wie super. Willian. Aber trotzdem. Scheiße. Ich bin 2 Matches und gehen von der WM nach Hause gefahren. Und dann ist Österreich. Ich glaube, Wales war bei uns auch. Ja, aber Wales ist dann auch noch rausgekommen. Ach, fuck. Das macht er gut. Oh mein Gott, wie scheiße ist Brasilien. Ja, Brasilien auch in Form tief in letzter Zeit. Konnten nicht mehr viele Matches gewinnen. Also ja. Zweite Torschütze für Costa Rica. Alter, ich verstehe nicht, dass es Williams Tor nicht reingegangen ist. Williams Tor nicht reingegangen ist. Das ist ja. Ja, eben Navas im Tor. Ja, aber krank genial, wie der da durchgerannt ist. Ja, aber natürlich Navas auch krank genial gehalten. Das darf man auch nicht vergessen. Kommt über außen. Batterien? Ja, wie immer meine. Paulinho. Ja, und was für ein Tor von. War das nicht Paulinho. Ja, ich kenne das Tor. Okay, ich weiß nicht, was die ist dafür. Das braucht sich nicht zu freuen, wie Costa Rica ist besonders ärgerlich. Brasilien. Helfen und den Ball ja. Ja, man hat eh gesehen, wie sie nicht mehr gespielt haben. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Und gegen solche. Gegen wen haben die gespielt? Gegen solche schlechten Mannschaften, wie die in der Gruppe haben. Jetzt wird's gefährlich. Nur unentschieden im Spiel, das ist echt schön. Oh, wow, wie sie so durchspielt. Ja, ich meine, Costa Rica ist sehr unterlegene Mannschaft. Coutinho. Das könnte die Gelegenheit geben. Coutinho. Und das 2-0. Ah, 2-1, sorry. Und das haben sie sich wirklich verdient. Sehe ich auch so, sind hier klar die bessere Mannschaft und das Tor ist eine logische Folge. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor und dann klingelt es gleich wieder. Ein richtiger Nackenschlag, 2 Tore in kurzer Zeit. Jetzt liegt der Vorteil bei Brasilien. Morgen spielt übrigens wieder der Mel... Der Weltmeister. Ja, Deutschland. Genau. Der Weltmeister. Das erste Match verloren und sitzt noch voll in so Straße. Ja, das wollte ich gerade ansprechen. So was ein Weltmeister. Das wollte ich gerade ansprechen. Wenn Deutschland morgen in Wirklichkeit das Match verliert gegen Schweden,
sind sie so gut wie draußen. Und das, also, ja, und da muss man noch mal sagen, die waren vor einem Jahr noch Weltmeister. Und jetzt vor vier. Vor 4 Jahren, tut mir leid. Vor 4 Jahren noch Weltmeister und jetzt bringen sie aber schon die dritten Phase raus. Und hier diesen Pass, weg ist er ja. So konnte sie dran. Aber es, ich glaube, ich habe auch gehört, die haben es noch nie geschafft. Oh, super. Oh, wow, mein super. Gott. Deutschland konnte es, oder auch andere Mannschaften konnten es noch nie schaffen. Nach einer gewonnenen Weltmeisterschaft sind die schon meistens in der Vorrunde, also an den, in der darauffolgenden Weltmeisterschaft in der Vorrunde rausgeflogen. Liegt vermutlich daran, dass sie sich noch an den Ruhm irgendwie ausruhen oder so, keine Ahnung. Alter, habt ihr diesen Schuss gesehen? Dann hat oh mein Gott, mit dir nur Arschspieler gut. Hast du Ederson und Alisson im Tor? Alisson. Alisson, dann hat er nicht halten, weil es war Kreuzeck. Oh. Mit so einer Entfernung mit Finnes Kreuzeck. Also mit dem Einwurf. Bester Mann. Und ich finde auch, Costa Rica, mit denen echt zu spielen, die hätten nicht mehr sicher, dass das ihm echt nicht so gehen würde. Aber dann hätte Costa Rica echt gute Chance Weltmeister. Aber die sind ja nicht so gut. Unter normalen Umständen. Und ich dachte mir echt, dass die Sanchez haben. Schreibt mal in die Kommentare, wer für euch die größten, wie sagt man? Überraschung. Die größte Überraschung bei der und das nächste Tor. Für mich ist die größte Überraschung bis jetzt Cristiano Ronaldo. Ich meine, das war keine Überraschung. Ich meine, so wie Island gegen Australien. Zwei Tore, gegen Argentinien. Ich meine, zwei Match und 4 Tore. Ich meine, so man, das sieht doch mal der beste Spiel der Welt wird. Aber ich habe es, glaube ich, eh schon oft gesagt, dass ich da übelst der Ronaldo bin. Die Brasilianer liegen vorne, es geht weiter. Alles nur Ronaldo. Luis. Gut, zurück zum Thema. Wer ist für euch die größte Mannschaft, die größte Mannschaftsüberraschung? Ich finde ja auch die Schweiz. Soll man jetzt also sagen wir jetzt auch mal unsere Favoriten? Was ist dein? Aber von den Was ist dein? Na, von unten. Was ist deine Lieblingsmannschaft? Ich muss sagen Spanien und Belgien. Okay. Meine Lieblingsmannschaft ist Coutinho. Nur Portugal. Coutinho. Wow, das ist so. Ihr Fisch, glaubt, dass der drin ist. Scheiße. Oh, Portugal. Erste Halbzeit vorbei. Es ist immer so, wenn ich immer im Angriff bin. Aber jetzt kriegst du Anschluss. Ja, das bringt mir. Ganz stark gemacht, das gibt mir gute Gelegenheit. Aber ist egal. Schöne erste Runde. Hier seht ihr nochmal. Warte kurz. Warte. Sorry. Kein Auge. Gedruckt. Hier seht ihr nochmal dann die, den, also die. Oh mein Gott, schau dir die Steps an. 10, 10, 3, 3. Auf jeden Fall Costa Rica die vollen. War irgendwie zu erwarten. Es geht die voll niedrigere Mannschaft. Aber ihr seid sehr gut in Schluckdistanz. Ja, Schluckdistanz. 3, 2. Haben wir nicht einmal irgendwie Vierer kommen? Nein, das hat man gerade. Ja, genau. Ja, komm. Oh mein Gott. Dann ist Lava sagt mir so ein Keeper, der was nicht bei den Eckball vom Mittelfeld hört, man nach 1,70 oder so. Die haben das erste Match verloren sogar. Ja. Costa Rica auch in Wirklichkeit das erste Match verloren. Also in Wirklichkeit. Halt bei der richtigen WM. Und jetzt ist und viel Platz. Gute Torschuss, viel Platz. Jetzt ist viel Platz. Und noch. Nein, nicht Zettfeld. Oh mein Gott, Alisson. Das Zettfeld kann nicht rausgehen. Ecke, das gibt Ecke. Paulinho schießt, ja. Paulinho ist bei mir, sorry. Ruiz, den kennen wir auf jeden Fall. Oh, fuck! Und da ist zu viel Platz einfach! Wie kann er denn, wie kann er sich umdrehen? Bist du eine Ballerina oder was? Fuck! Da kann er sich den Ball holen. Arena? Ja, was soll man da tun? Mann, was soll man tun? Jetzt ist eben das selber. Ja, komm, jetzt kommt wieder der Konter. Weiter gefährlich hier. Coutinho. Wenn sie echt Brasilien... Was? Oh mein... Was? Das hört? Das hört... Sorry, oh mein Gott. Nein, wenn sie Brasilien stolz ist, dass sie den Loser-Mannschaft fertig machen, das sollen sie nur. Aber ja, ich finde den echt in Brasilien auch richtig scheiße. Ganz klar, also einfacher kann man das als sagen. Tschüss, Danilo. Wie soll ich sagen? Einen Punkt? Und guck mal die Punkte von Portugal an. Portugal hat, Julian, wir spielen mit Schweiz, wir spielen in Portugal, spielt er. Und Portugal ist auch die Überlegung. Oh, okay, fuck. Komm. Und jetzt komm. Was? Ja, natürlich durch und das oh ist mein Gott, Alter. Was? Der hat ja mit dem Ball... Und schon wieder, Rina, das dritte Tor von ihm. Ja, man muss auch zugeben, bei uns im Anfänger- oder Amateurmodus
sind die Mannschaften da eher ziemlich. Also ich muss sagen, die Abstände sind nicht so auseinander. Ist bei 5-3 oder so. Ja. Und da war ich Costa Rica. Oh fuck, was war das? Oh, und jetzt kommt Jamal und jetzt kommt Jamal da durch. Zum Angriff und da kann man nichts tun. Da kann man nichts tun. Nein. Wenn zwei Spieler mit drinnen sind, die einzige. Was waren das, Alter? Wir haben zwei Spieler nur ein Gehirn haben, einen Mitarbeiter laufen und dann einen hinten Schild beim Torwart und die in seiner. Coutinho. Und den 1,70 Torwart, der Nachspieler und so, die das tun. Und die nicht witzig finden, dass Tore wichtig sind. Aber und ja, guckt euch das an, da fängt in dieser Busche Schell wieder ab. Man soll immer zum Friseur gehen oder hat er kein Geld dafür. Bekommt den Geld, bekommt ihm. Ja, 30 Millionen, 40 Millionen. Ah, über 3 Mal sind wir alle Gruppen. Ja, das war so wichtig. Und alle Gruppen im Monat jetzt 100 Millionen. Ein Jahr. Klasse, Alter. Doch, er kriegt pro Woche 1,1 Millionen. Ja, und wo sind das 100 Millionen im Jahr? Der spielt nicht 100, der spielt nicht quasi. Okay, zurück zum anderen Thema, weil mich interessiert das nicht. Ach komm schon, scheiße. Super dazu. Ich meine, da kann man auch echt nicht so, also mit so einer scheiß Mannschaft. Ja, guckt euch das an. Soll ich gleich mal einen Controller auf die Seite legen? Das Beste ist, wie man nicht mit den Loser spielt. Da holt er den Ball zurück. Weg ist der Ball. Tut mir leid, es wird keiner der, was aus Costa Rica kommt. Den Schuss kann er blocken. Nee, gut weg, das war sehr gut. Ist er wirklich scheiße. Na gut, Costa Rica. Wusste ich überhaupt. Südamerika. Ja, es ist... Oh, gut. Na gut. Mann, der da vorne. Du bist ZOM. Ja, ja. Sollte halt. Neymar, oh mein Gott, der schafft's nicht. Neymar, die Enttäuschung, dass. Ja, oh mein Gott, was soll ich in der Tüte vors Gesicht stellen? Neymar, die Enttäuschung, irgendwie bei der Wärme konnte noch nicht richtig reinfinden. Keine Ahnung, wie man sagt. Ja, komm, jetzt kommt wieder Ballbesitz. 2 Sekunden. Oh, komm! Mach doch! Nein, es ist Alter, komm her! Alter! Was hat er gesagt? Was? Hat er diesen Schatzpack gesehen? Ich war fort erst. Ist auch so lächerlich wie von euch. Ich hab gar nichts drückt. Komm. Okay, das war. Jetzt komm. Na komm. Und dann wieder Marcelo. Coutinho. Man, hatte keine Ehre dafür, dass er sich seine fetten Haare schneidet. Oh, ich bin Marcelo, ich hab Wuschelhaare. Die sind länger wie von meiner Frau. Und überhaupt eine Horde mal. Komm. Ja, natürlich. Komm, renn. Renn. Wo ist das vierte? Was? Ja, er rennt ja Baby und jetzt rennen. Der kommt da jetzt gestoppt, da steht er gut. Pass. Vorbei? Der Schiedsrichter pfeift diese Begegnung. Ja, wenn diese Episode gefallen hat, mit der beschissensten Mannschaft in der ganzen Welt, also, glaubt wohl, dass die das nächste Match auch verdienen und einfach rausfliegen, die Loser. Und ja, ich will nur kurz einstechen. Natürlich sagen. Ihr könnt noch abstimmen, ja, habe ich vergessen. Abstimmen und abonnieren und liken. Wer gewinnen kann, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, spielt lieber.